zum Buch nochmal kommen. Schade eigentlich, ne? Ja. Entschuldige, aber wie ja, schade eigentlich. Dass er sagt, dass er Nein dann sagt. Zu ne? sagen, ja, na, aber auf so einem Amt sitzen, da nicht mehr zu glauben, dass man das sagen darf, was man eigentlich fürs Volk. Also so die Befürchtung an der Stelle. Ne? Ja, das Volk hat ja schon lange nicht mehr zu sagen. Das ist ja das, der Punkt, warum die Leute verrückt werden in der Birne. Ja, natürlich. Furchtbar. Wenn schon Leute sagen, pass auf, was du da sagst, fühle ich mich an finsterste Zeiten erinnert. So war es 89. Und wir sind dann in 89. Ja. Wir haben dann in 89 hinter der Gardine gestanden, damit wir jetzt Angst haben müssen. Angst ist ein ganz schlechter Berater. Aber wo hast und du wenn ich, denn? Bitte, natürlich, bei vielen kann es die Arbeit verlieren. Was denkst du, was hier los ist? Also, wenn bestimmte Leute, die sagen, dann da kriegst du keine Aufträge mehr. Also, ich ja, aber finde das schon dramatisch. Ja immer so. Bitte? Es hat doch nie Zeiten gegeben von null Arbeitslosigkeit. Das ist doch Quatsch. In der DDR gab es keine Arbeitslosigkeit. Ja, in der DDR. Ja, offiziell. Aber okay. Naja, aber wir reden jetzt vom aber Thema jetzt Angst. Aber darüber nach, 89... Es gab immer Arbeitslosigkeit und natürlich ja, haben furchtbar. Leute immer mal Jobs verloren, haben sie da welche gefunden, sind umgezogen, vielleicht waren Leute viel früher, also nach der Wende sind ja wahnsinnig viele aus dem Osten in den Westen, ich glaube viel mehr als Westis in den Osten, bis nach München und noch weiter, überall sind Leute hingezogen, um Arbeit zu finden und haben Arbeit gefunden, manche mehr, manche weniger, manche sind zurückgegangen. Also ich finde immer dieses ganze Argument mit dieser Angst und alle Angst, das ist so irgendwie so bescheuert, entschuldige bitte. Nein, Angst ist ja, er kann ja auch was Positives haben, auch was Beschützendes. Aber wenn es in dem Augenblick aber so wie es jetzt läuft, dass immer dieses Wort Angst benutzt wird, also um sich abzuschotten, entschuldige bitte, ich war noch nicht fertig, um sich abzuschotten gegen alles Fremde, was und ich bin ein absoluter Verfechter fürs Fremde, weil wir sind alle irgendwann immer Fremde und die ganze Welt war immer auf Wanderschaft, alles andere ist Quatsch, wir waren alle immer auf Wanderschaft, haben immer ein Zuhause gesucht und jetzt haben wir mal das Glück, irgendwo zu wohnen, wo es sicher ist, wo man zu fressen hat und zur Arbeit gehen kann. Und auf einmal wird hier von einer Angst geredet und es darf keiner mehr kommen. Menschen, die in dieses Land kommen, die meisten sind Bereicherung. Es gibt immer ein paar Idioten dabei. Aber die meisten kommen her, weil sie keine andere Wahl haben. Und aus keinem anderen Grund. Und ich finde dieses ganze Deutschgetümmel, dieses sehr eigenartige, also ist mir absolut zuwider. Und da habe ich Angst. Davor habe ich Angst. Aber das habe ich ja gar nicht thematisiert. Naja, du hast vorhin so ein paar Sätze gesagt, wie man, wenn man Deutsch spricht, kann man fühlen. Natürlich. Wo ich dann sage, ja, und wenn ich Afrikanisch spreche, kann ich nicht fühlen? Doch, natürlich. Ja. Kann ich nicht fühlen, wenn ich Afrikaner bin und mit dieser Sprache in diesem Land bin, fühle ich dann das nicht, was in diesem Land ist? Ich wollte zum Ausdruck bringen. Das hat mich schon sehr irritiert, dieser Satz vorhin. Ja gut, so gut, dass du nachfragst. Ja. Das ist ja überhaupt die Grundvoraussetzung. Nein, dass man nachfragen darf. Aber ich finde eben, dass Deutsch in allererster Linie, man fragt doch immer, was ist denn Deutsch? Jeder hat schon Angst, oh, was könnte Deutsch sein? Deutsch ist die Sprache. Und über die Sprache drücke ich mich aus. Und wenn ich Glück habe, komme ich zum Gefühl. Das wollte ich sagen. Ja, und das aber ich rede mich darüber viel mehr als über die Sprache. Ich drücke mich über Gesten aus. Ich drücke mich über das Zuhören aus. Über das Hinschauen. Wir Menschen drücken uns darüber viel mehr aus als nur über Sprache. Ich lasse mich doch nicht nur auf Sprache reduzieren. Und ich jemand, sag, der das nicht versteht, also... Man kann sich auch anders verstehen. Also ich war viel unterwegs. Ich war in Mexiko, ich war in Belize, ich war in Madagaskar, ich war viel in Afrika. Und ich habe meistens die Sprache der nicht gesprochen. Und trotzdem habe ich mich mit den Leuten verstanden. Ich habe gemerkt, wenn man mich nicht gewollt hat. Und ich habe gemerkt, wenn ich willkommen war. Also dieses Wort, ich kann es einfach nicht mehr hören. Dieses ewige Deutschgequatsche. Und wir Deutschen und jetzt müssen wir Deutschen und... Darf ich mal kurz Wladimir Kamina da mit reinbringen, wenn Sie das jetzt hören? Wie deutsch denken Sie denn da über diese Diskussion jetzt hier? Ich habe als erstes hier in Deutschland natürlich die Sprache gelernt. Ich wollte ja Schriftsteller werden und damit mich auch breite Leserschichten kennenlernen. Ich hätte natürlich auch auf Russisch oder auf Japanisch schreiben können, aber... Das würde hier in Deutschland natürlich dann meine Leserschaft erheblich reduzieren. Sie sagen ja auch, Sie sind privat sind Sie Russe und beruflich sind Sie deutscher Schriftsteller. Meine Tochter hat jetzt im Sommer Praktikum in einer Sprachschule gemacht, wo sie diese A1-Prüfung bei einer A1-Prüfung geholfen hat. Jetzt muss ja jeder Ausländer, ganz egal ob Flüchtling oder nicht, der muss, wenn er seine Papiere verlängert haben will, muss er A1-Prüfung haben.
Und das ist eine sehr einfache, es gibt mehrere Stufen des Deutschlernens, von A1 bis C2, sehr kompliziert. Meine Tochter kennt sich da besser aus als ich. Mich stellt sie zum Beispiel auf C1 ein, ich bin C1. Das ist jetzt nicht so gut. Ja, ich kann längere Sätze bilden, aber man hört trotzdem, dass das nicht meine Muttersprache ist. Und bei dieser A1-Prüfung, warum erzähle ich das? Das war, gab es einen Mann, also sie versuchen dann immer mit irgendwelchen miesen Fragen festzustellen, ob Menschen Deutsch verstehen oder nicht. Da muss man eine Frage, eine auf Deutsch gestellte Frage beantworten, mit Ja oder Nein, klar. Und manchmal machen sie so auch Spaß, miese Fragen. Die letzte Frage, über die mir meine Tochter erzählte, war die Prüfungsfrage. Und haben Sie schon eine Rückfahrkarte nach Pakistan? Ja oder nein? Da wollte meine Tochter gar nicht darüber lachen. Und sie hatte tatsächlich einen Mann aus Pakistan in der Prüfung, der seit 4 Jahren in Berlin wohnt und mit einem Satz super durchgekommen ist, die ganze Zeit. Und zwar sagte er auf jede Frage, schöne Frau, alles gut. Und mit dem Satz kann man gut durchkommen. Aber man kann auch mit Humor ein bisschen wieder das alles so aufbrechen, denke ich mal. Das ist auch mit deine Botschaft, ne? Absolut, darum ging es auch. Schöne Frau, alles gut. Ist das nicht ein gutes Titel für ein Buch? Ja, das schon. Denken Sie mal drüber nach. Passt aber eben nicht für alles. Passt nicht für alles. Uwe, eine Frage noch, und zwar geht es nochmal zurück, zu Luther. Die 95 Thesen, da sagst du ja, das ist eine These von dir, da hätte eigentlich noch mehr kommen müssen. Warum hat denn der bei 95 aufgehört? Das müssen wir den Luther fragen, das weiß ich nun nicht. Ich finde es aber auch toll, dass man jetzt sagt, welche These wäre denn für uns wichtig, ne? Also ich hätte noch eine These, warum schweigen wir nicht, warum platzen wir nicht, ja, warum schweigen wir? Das meinte ich mit der Angst, dass wir uns da nicht falsch verstehen. Wozu schweigen wir? Na, die Zustände in unserem Land. Ich sag mal als Beispiel. Welche Zustände meinst du? Die Zustände, was in unserem Land ist wie eine Lähmung. Das geht, ich merke das schon natürlich. Also ich empfinde es so. Deswegen bin ich auch vielleicht ein bisschen aufgeregt. Also ich finde es zum Beispiel überhaupt nicht in Ordnung, dass man fremden Kulturen die Heimat wegbombt. Ja, das Geld ist von deutschen Steuerzahlern, ich sage jetzt mal deutsch, Leute, die alle, die das hier erarbeiten. Und dann wundert man sich, wenn die Leute kommen und sagt, scheinheilig, ihr seid alle herzlich willkommen. Aber eigentlich wollte man sie töten. Und diese Barmherzigkeit ist für mich Heuchelei. Mhm. Wo sitzen die Leute der Rüstungsindustrie, ja? Über die haben wir zu sprechen bei Hart aber fair und bei Anne Will und wie sie halt. Und das verstehen die Leute nicht. Ja? Niemand ist gegen Fremde oder so. Das stimmt nicht. Hier wird auch etwas gesät. So sind die Sachsen nicht. Entschuldige, dass ich das so sage. Das wird uns auch was untergejubelt. Da hat man einen Schuldigen gefunden. Ich finde das unmöglich. Ja, man kann dann immer gerne auf den Finger, das sind die Sachsen. Nee, das sind die Ancient, die das Maul aufmachen. Wieso bezahlt die? Nein. Aber ich glaube, das ist doch ein bisschen durchaus diffiziler, die Situation. Also Pegida gibt es nicht nur in Sachsen, das stimmt schon, da gehe ich ja recht. Rede ich mal von Pegida. Aber es wird doch immer so, entschuldige, wird immer gesagt, das sei die Minderheit. Ich behaupte, und jeder, der fühlen kann, merkt, es ist nicht die Minderheit, es ist die Spitze des Eisberges. Es ist die Spitze des Eisberges. Ich wohne in Berlin-Schöneberg. Bei uns ist das alles ein bisschen anders. Du seid doch froh, du wohnst dort, ich wohne da. Ist doch gut. So, da ist, warte, dann, nee. Was ist, nee? Was ist, das ist nee? Einfach nicht so. Ja, aber also, Moment, du wohnst aber auch in der Ostprignitz? Ich wohne auch in der Ostprignitz und doch da ist es anders. Ja, auch da sind die Menschen nicht so und die sind auch nicht so gegen Fremde. Die Menschen, es gibt nicht, wir sind Nein, alle... Nein, natürlich, es gibt auch nicht die Sachsen, das sagt auch keiner, die Sachsen. Ihr habt ein paar Leute in Sachsen, in ein paar Dörfern, die sind einfach wahnsinnig ungute. Sie sind Schläger, sie sind übel Furchtbar. Drauf, sie sind gibt's ungebildet. Ja, und schlagen drauf los. Aber deswegen sage ich noch nicht, die Sachsen, ich habe hier in Leipzig gedreht, tolle Leute, ich habe jeden Tag genossen. Also diese Art von Verallgemeinerung, die Lassen Deutschen oder so... Funktioniert nicht, nie. Hab ich auch Funktioniert nicht nie. Also das wäre immer mit. Ich finde auch diesen Randgruppen sollte man irgendwann einfach verbieten, so aufzutreten, wie sie das tun. Ich finde das gefährlich. Völlig richtig. Und ich meine, wenn am Tag der Einheit ja ein paar merkwürdige Menschen die Kanzlerin mit ihrem Geschlechtsteil rufen, ist das natürlich unterste Schublade. Gibt es überhaupt keine Frage. Ja, wenn das Herr Böhmermann macht, ist das Satire. Aha. So. Ich will natürlich damit sagen, was will ich damit sagen? Damit kann man ja wunderbar ablenken, wieso sich die Regierung mit Scharfschützen absichern muss am Tag der Einheit. Ich habe gedacht, ich erkenne meine eigene Stadt nicht wieder. So war das 1989 nicht.
Also was hier passiert, ist sehr, sehr merkwürdig. Äußerst merkwürdig. Und aber über die eigentlichen Probleme muss man auch nicht mehr diskutieren. Ich sage es nochmal, 11% Rendite bei der Rüstungsindustrie. Die Rüstungsexporte haben zugenommen um 4 Milliarden. Und wer ist der Chef der ganzen Sache? Sigmar Gabriel. Also entschuldige, die Parteien haben für mich durch die Bank versagt. Sie bescheißen das Volk. Durch die Bank. Ob man das wiederum so pauschal Moment, sagen kann, Moment, ist eine ganz andere Geschichte. Moment, nur mal als Beispiel, weil mir es gerade einfällt. Hm? Unsere Medien. Ständig höre ich die rechtspopulistische AfD. Sagt irgendjemand die pädophilen Grünen, ja? Oder die verfassungsfeindliche CDU? Es wird immer für die Schwererziehbaren die rechtspopulistische AfD. Ich bin nicht schwererziehbar. Und ich verbiete mir so eine Art von Propaganda. Das mag ich auch nicht. Und wunderst du dich dann, warum dann die Pegida kommt und sagt, der Steinmüller ist unser Mann? Ich habe mit Pegida nichts zu tun. Aber wunderst du dich darüber? Du hast dich darüber ja echauffiert. Wenn du letztes Mal hier warst, hast du gesagt, ich möchte nicht in den Topf von Pegida geworfen werden. Aber wenn du sowas sagst, dann ist doch klar, was die da am Montag machen. Die sagen, Mensch, der Steinmüller ist unser Mann. Willst du das? Willst du das wirklich? Dass die da auf dem Theaterplatz des Pegida sagt, der Uwe Steinle, guck mal, was der bei Riverboat gesagt hat, der hat nämlich gesagt, das darf nicht mehr gesagt werden. Und dann stellen die dich da hin und sagen, der Steinle ist aber super. Und dann kommst du und sagst, das will ich aber gar nicht. Ja, ich kann doch aber nichts dafür, wenn die mich zitieren. Also entschuldige, da bin ich, was heißt, ich habe bei Pegida, da laufen Leute aus Bayern mit, da laufen. Es wichtig ist, dass man spricht über was die Leute bedrückt. Das ist wichtig. Und entschuldige mal, nur mal vom Gefühl her, da laufen Leute seit 2 Jahren. Jeden Montag, die haben alle Familie, die haben Kinder. Denkst du, die haben da was anderes zu tun, als sich da jeden Tag hinzustellen? Und ich muss mal sagen, ich habe 1, 2 Sachen beobachtet dort bei Pegida. Die einzigen, vor denen immer, die wirklich beschützt werden mussten, das waren leider Gottes Antifa und das waren leider Gottes mit Buttersäure. Die Polizei musste die schützen. Es ist absurd. Und ich lehne jede Art von Gewalt ab. Ich bin ein absoluter Pazifist und ich mag keine Gewalt. Andrea Sawatzki? Nee, das ist mir eine zu große Verharmlosung dieser ganzen Gruppierung. Das mag ich nicht. Also, ich bin einverstanden. Uwe, ich verharmlose nicht, um Gottes Willen. Aber es ist ein Stigma gemacht und das ist nicht in Ordnung. Aber wir können darüber, glaube ich, noch eine ganze Weile diskutieren. Wir haben unterschiedliche Meinungen und Auffassungen dazu. Ich würde ganz gern zum Abschluss deines Gesprächsteils noch mal ganz kurz über das Niki sprechen. Genau, es ist auch schön, dass du Niki sagst. Ja.